Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um das Reinigen von Objektiven. Und zwar habe ich da zwei Methoden für dich, die ich dir heute vorstelle. Viel Spaß beim Video. Kurz vorab, am Ende des Videos zeige ich dir noch, wieso man Objektive nicht unbedingt andauernd reinigen muss, beziehungsweise zeige ich dir, wann man Objektive reinigen sollte und wann man auch darauf verzichten kann. Methode 1 ist mit einem Blasebalg und mit einem Lenspen. Und zwar nutze ich da die Variante von der Firma Hama. Da gibt es auch viele andere auf dem Markt. Ich habe ein paar durchprobiert, aber ich finde die von der Firma Hama sind die besten. Funktioniert sehr, sehr gut. Da schmiert dann nichts auf dem Objektiv. Das Problem hatte ich mit manchen von den billigeren. Und jetzt auch der Hama kostet, glaube ich, 8-9 Euro und im Set mit so einem Blasebalg kostet das Ganze, glaube ich, 18 oder 19 Euro. Ich verlinke das Ganze unten in der Beschreibung, wo man die kaufen kann. Wie gesagt, ich würde Hama empfehlen auf jeden Fall. Bei beiden Methoden ist es wichtig, dass man sich quasi vom schonendsten vorarbeitet zum abrasivsten und deswegen fängt man hier dann mit dem Blasebalg an. Danach kommt der Lenspen, wo man hier so eine kleine Bürste ausfahren kann und als letztes dann diese Spitze vom Lenspen, wo etwas Carbonstaub drin ist, mit der man dann den restlichen Schmutz entfernen kann bzw. Schmierereien. So, das heißt, man fängt quasi an, pustet alles, was geht, von dem Objektiv weg. Dabei benutzt man am besten so einen Blasebalg und nicht den eigenen Mund, weil dann meistens Spucke drauf landet. Danach nimmt man dann diesen kleinen Pinsel und tut hier ganz sanft, ohne Druck, einfach das Ganze wegpinseln, auch so ein bisschen in den Ecken, dass da auch kein Staub mehr liegt. So, dann haben wir das Objektiv gereinigt und im Grunde ist es in dem Fall jetzt fertig, weil hier keine großen Ablagerungen sind, aber jetzt würde man dann quasi diesen Teil vom Lenspen nehmen und dann ganz sanft auch wieder über das Objektiv. Ich mache da immer kreisende Bewegungen bis zur Mitte hin, dann schaue ich mir das an, ob es gut aussieht. Falls noch irgendwo Rückstände sind, dann einfach nochmal drüber gehen und dann ist das Ganze auch in der Regel schon sauber, wenn die Verunreinigungen nicht allzu stark waren. Methode 2 funktioniert ein bisschen anders und zwar läuft das Ganze da auch wieder über den Blasebalg als erstes. Danach würde ich dann so ein ziemlich flauschiges Mikrofasertuch nehmen, kurz in die Kamera halten, wie das aussieht, und anschließend dann, weil da gerne mal Fussel noch auf der Linse bleiben, nehme ich noch so ein Waffeltuch zum Nachreiben. Das kann man auch mal hier anschauen, wie das aussieht. Das hat so eine Waffel- bzw. Wabenstruktur, die dann eben dafür sorgt, dass da keine Fussel entstehen. Für die zweite Methode braucht man ja auch einen Glasreiniger. Und da ich mich viel mit der Autopflege beschäftige, kenne ich da auch verschiedenste Sorten von Glasreiniger und auch da sollte man nicht unbedingt den billigsten nehmen, einfach deswegen, weil das auch schmieren kann. Am besten ist natürlich einer, wo man drüber wischt und der dann streifenfrei weggeht. Ich kann da den Tugalin hier empfehlen, den nutze ich gern für mein Auto auch. Da funktioniert das super, sogar wenn man in der Sonne anwendet und das kann man genauso hier auch verwenden für Objektive. Bei der Methode 2 geht es genau gleich los wie gerade eben auch. Da fangen wir auch erstmal mit dem Blasebalg an, den groben Schmutz wegzupusten. Weil alles, was wir jetzt wegpusten, das letztendlich kann keinen Schaden mehr auf dem Objektiv verursachen, wenn man es drauf verreiben würde. So, als nächstes dann mit diesem flauschigen Tuch und dem Glasreiniger. Da tue ich ein ganz klein bisschen nur in das Tuch rein.
müssen noch so ein bisschen verreiben, dass einfach das Objektiv nicht zu nass wird und leg dann auch ganz sanft das Tuch drauf, dreh das Objektiv, also möglichst auch gar keinen Druck auf die Linse oder so ausführen, sondern wirklich nur quasi das Objektiv dran drehen. So, und jetzt ist das Ganze sauber und dann haben wir hier noch ein paar Fussel auf dem Objektiv drauf und deswegen kann man jetzt mit dem Waffeltuch dann nacharbeiten. Auch hier drehe ich wieder das Objektiv. Ganz sanft an der Rand ist noch ein bisschen was von dem Glasreiniger, das tue ich auch noch wegwischen. So, und jetzt ist auch dieses Objektiv schon wieder super sauber. Also diese Methode macht das Ganze, glaube ich, noch einen Tick sauberer als die Methode mit dem Lenspen, aber die Methode Lenspen ist natürlich wesentlich besser für unterwegs geeignet. Ja, und jetzt noch kurz, wann überhaupt reinigen? Und zwar sollte man nicht bei jedem Staubkörnchen auf der Objektivlinse gleich eine große Putzaktion starten, finde ich. Manche übertreiben es da, weil ein bisschen Staub auf der Linse schadet normalerweise überhaupt nicht. Man muss ein bisschen abwägen, ab wann gibt es Verschmutzungen, die kritisch sind. Auch Sandkörnchen und so würde ich eher gleich entfernen. Natürlich dann am ehesten hier mit dem Blasebalg einfach, dass man da auf keinen Fall irgendwie den Sand verreibt auf der Linse, weil das würde auf jeden Fall zu Kratzern führen. Ja, ich zeige aber mal zwei Bilder, eins vor und nach der Objektivreinigung. Und da habe ich eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet. Da waren so leichte Flecken auf dem Objektiv, die habe ich nicht wirklich gesehen und habe sie auch nicht als schwerwiegend eingeschätzt. Aber wenn man eben gerade so Gegenlichtfotos macht, wo Reflexionen sich bilden können in der Linse, dann sollte die Linse auch möglichst sauber sein, weil wie gesagt, in dem Foto sieht man ganz gut vor und nach der Reinigung. Davor waren so kleine Flecken drauf. Das heißt, komplett sieht man, dass es überstrahlt und sieht nicht schön aus und danach sieht es wesentlich besser aus. Soweit zum Video, wie man Objektive schnell und sauber reinigen kann und möglichst schonend. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Wie reinigst du deine Objektive? Lass mich wissen in den Kommentaren. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao! Thank you.